Hallo Leute, Neues von Urla. Ich bin gerade im Drehfelsland unterwegs im Schönpfälzer Wald und bin hier quasi am letzten Highlight der Runde, und zwar auf dem Krabbenfelsen. Aber auf der Tour gibt es noch viel, viel mehr zu sehen. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzukommen, dann viel Spaß mit dem kleinen Video. Und hier am Waldstation Gräfenhausen habe ich noch einen Parkplatz ergattert. So, ich laufe jetzt den Weg erstmal entgegengesetzt, weil aktuell Baumfellarbeiten sind am Anfang der Strecke. Deswegen laufe ich jetzt hier da unten rum den Weg entlang. Und dahinter, wo gerade das Pferd runterkommt und der Reiter, geht es dann rechts rein. Also ich laufe den Weg momentan rückwärts. Mal schauen, ob ich da irgendwie hochkomme auf den Sommerfelsen. Ja, geschafft. Sommerfelsen, check. Geniale Aussicht. Und hier ganz hinten im Hintergrund sieht man die Burg Drehfels. So, jetzt muss ich ja auch noch irgendwie da runterkommen. So, den Sommerfelsen lasse ich jetzt hinter mir, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es geht weiter zur Jungfalzhütte. So, wie man sieht, habe ich jetzt einen angenehm breiten, langen Weg vor mir Richtung Jungfalzhütte. Und da geht es den schmalen Weg weiter. Thank you.
So, gut gestärkt vom Essen von der Jungfernhütte geht's jetzt weiter Richtung Krappenfelse, das letzte Highlight der Tour. Ja, da war ich vor einigen Jahren schon mal hier. Da haben wir den Kaiser-Friedrich-Weg gemacht. Den verlinke ich euch hier oben. Und ja, das war im November. Da war es etwas frischer wie heute. Nicht so schönes Wetter. Ja, und von hier ist aber auch ein super Ausblick auf zwei Burgen. Zeige ich euch mal genauer. Ja, da im Hintergrund sieht man die Ramburg. Ein Stück oberhalb vom Klinikum Eusertal und rechts davon im Hintergrund, das ist die Ruine Neuscharfenegg. Natürlich auch eine schöne Stelle, um Rast anzulegen und mit einer sehr, sehr schönen Aussicht hier. So, der Rückweg ist recht angenehm. Es geht stetig und leicht bergab. Ja, liebe Leute, ich bin schon fast wieder unten am Auto angekommen. Ist noch ein gemütlicher Rückweg hier. Da kann ich mir auch Zeit nehmen fürs Fazit. Und ja, auch der Wildsauweg, muss ich sagen, hat abwechslungsreiche Wegführungen. Es gibt viele sehr schmale Pfade mit unterschiedlichen Steigungen. Ja, die liebe ich ja. Und auch breite Waldwege, die angenehm zu laufen sind. Und die Highlights der Tour. Ja, zum einen der Sommerfelsen. Ich habe grandios da oben vom Ausblick her. Und diese Buntsandsteinfelsen hier im Pfälzerwald sind so oder so phänomenal, meines Erachtens. Ja, und dann geht es schöne Wege entlang weiter bis zur Jungfernhütte. Da hatte ich jetzt mal Glück endlich, dass die offen hatte. Das letzte Mal, als ich da war, war die ja geschlossen. Und da kann man gut Pfälzer essen, zu sich nehmen. Und von dort aus ging es dann weiter zum Krappenfelsen, was auch ein wunderschöner Aussichtspunkt ist. Das sieht man unten im Tal Annweiler und gegenüber die Burg Trifels und ein wunderbarer Blick, ja, über den Pfälzerwald. Also die Tour hat sich gelohnt heute, war auch toi, 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 bestes Wetter dazu. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Nola. Ciao. Macht's gut.